So, heute kommt nur mal ein Mecker-Rant und zwar völlig privater Art, nichts Politisches. Das ist eine Story, wo man wirklich, ich weiß nicht, soll man an solchen Sachen den Systemkollaps sehen, wenn sowas nicht mehr funktioniert? Ich meine, das ist so ein bisschen, ich erinnere mich an die römischen Aquädukte, die, als die Leute verblödeten, allmählich Dinge immer nicht mehr so langsam nicht mehr anfingen, nicht mehr so richtig zu funktionieren. Also es ist ein völlig persönlicher Rant, den ich nur aufnehme, weil ich ihn irgendwo loslassen muss. Ich hatte eine Zahncreme bestellt. Ich habe empfindliches Zahnfleisch und brauche immer eine spezielle Zahncreme, die so, und das mein Problem ist, ich gehe halt ungern in Läden, wo man Maske tragen muss. So, das wisst ihr ja, ich bin kein Maskenfan. So. Und nach dieser Geschichte mit dem, was da angeblich sein soll, ich lasse das jetzt mal offen, ihr könnt das selber nachrecherchieren, ich will hier nicht YouTube überlasten, sonst knallen bei denen wieder die Sicherung durch. Also Apotheken waren die letzten hier in der Gegend, wo man nur mit Maske reinkommt. Habe ich gesagt, scheiß auf euch Apotheken, ihr könnt mir mal am Hobel pusten, ich bestelle meine Sachen in Zukunft online. Gut. Also habe ich über Amazon bei einer Online-Apotheke, die haben ja auch Unterdienstleister, also nicht, die verkaufen ja nicht nur ihr eigenes, meine übliche Zahncreme bestellt. Die, wie gesagt, die auch immer wieder nicht da ist in diesen Apotheken, weil sie so selten ist. Das heißt, ich müsste sowieso dann zweimal rein. Einmal hin zu bestellen und dann nochmal zum Abholen. Ich kenne das Spiel schon. Also jedenfalls habe ich am 26. habe ich bestellt. Gut. Dann kriege ich am 29.04. einen DHL-Schein. Ihr kennt das, dieses hübsche gelbe Zettelchen. Da steht drauf, leider waren sie nicht da. Ja, ich musste einkaufen. Mir sind Lebensmittel ausgegangen. Aber gut, habe ich gesagt, was soll's, man hat das Kärtchen. Ne? Was mache ich? Ich gehe am Montag zu meiner Postfiliale, um abzuholen. Da ist alles zu. Es ist eine große Glasfront. Wir haben heute betriebsbedingt zu. Na gut, komme ich morgen wieder. Ich. Dienstag. Es ist ein großes Schild allerdings. Wir haben heute und morgen geschlossen, betriebsbedingt. So. Also Dienstag, wir sind jetzt bei Dienstag Mittwoch. So. Donnerstag, Freitag war ich zu krank, um rauszugehen. Ich bin chronisch krank. Ich habe einen Schwerbehinderungsgrad. Es ist einfach so. Punkt. Gut, habe ich gesagt. Ich gehe also am Samstagvormittag hin. Ich fühle mich wieder fit. Was stelle ich fest? Ich hätte am Freitag auch nichts erreicht, weil Freitag, Samstag, ihr erratet es schon, war betriebsbedingt geschlossen. So. Nur den Donnerstag, den weiß ich nicht. So. Aber ansonsten war Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag die Filiale betriebsbedingt geschlossen. Warum, weiß ich nicht. Gott allein weiß es. So. Ich also rufe am Samstagmittag gegen 14 Uhr die DHL an, kläre die Sachlage, sage, ich war dreimal da, wie soll ich das Paket abholen, wenn der Laden die ganze Woche betriebsbedingt zu ist? Ja, tut uns furchtbar leid. Gehen Sie auf die Website so und so, da tragen Sie ein, wie ist das, dhl.de, nochmal zustellen, ich tippe da ein. Aus irgendeinem Grund wird das nicht angenommen. Ich habe das dreimal, viermal, fünfmal eingetippt. Das war irgendwie ein mysteriöser Hinweis, den ich nicht kapiert habe, funktioniert nicht. Gut, ich rufe also gegen 15:30 Uhr nochmal an und sage, das hat nicht geklappt. Erkläre also den gesamten Sachverhalt noch einmal von vorne, weil es ist natürlich jedes Mal eine andere Sachbearbeiterin dran. Sagt sie, ach gut, Moment, lassen Sie mich sehen, was ich tun kann. Gut, ich gebe hiermit eine erneute Zustellung in Auftrag. Sage ich, ja, das ist schön, vielen Dank. So, mittlerweile brauche ich die Zahncreme wirklich mit ein Jahr Dringlichkeit. Die Zeit läuft mir davon. Die Tube wirkt nicht voller. Heute ist Dienstag. Es ist nichts da. Ich rufe die DHL an. Eine Frau, es tut mir leid, es so zu sagen, die so radebrechend Deutsch spricht, dass ich sie bei jedem Satz fragen muss, wie bitte, ich verstehe sie nicht. Erklärt mir erstens. Ja, hier in meinem Computer sehe ich nichts davon, dass eine Wiederzustellung beantragt wurde. Ich, was? Ja, Sie haben keine Wiederzustellung beantragt. Ja, sagen Sie, ich lüge oder habe das halluziniert. Nein, hier steht keine Wiederzustellung. Ich kann Ihnen nur sagen, was hier steht. Sage ich, ja, was ist das? Ist der Status? Ja, Sie hätten doch vorige Woche das Paket abholen können. Ich kurz zu dem Explodieren. Sage, versucht, bemüht. Sagen Sie mal. Diese Filiale war die ganze letzte Woche betriebsbedingt. Ich weiß nicht, was das heißt. Haben die eine Woche gefeiert oder was? Langsam wurde meine Laune etwas weniger gehalten.
Ich weiß es nicht. Ich kann nicht einbrechen, um das Paket zu stehlen, sage ich. Es war die ganze Zeit zu. Ja, davon sehe ich hier nichts. Sage ich ja, dafür kann ich nichts. Vorige Woche hat mir Ihre Kollegin gesagt, es wird wieder zugestellt. Jetzt höre ich von Ihnen, das wird gerade an den Versender gerade wieder zurückgeschickt. Ich sage, ich möchte jetzt gern Ihren Vorgesetzten sprechen. Sag, ja gut, mal sehen. 3 Minuten später. Leider ist der nicht zu erreichen. Ich möchte jetzt Ihren Vorgesetzten sehen. Sie gehen jetzt zu dem seiner Tür, klopfen da an und sagen, der soll mit seiner Scheiß-Telefoniererei aufhören und soll mit, ich will mit Ihren Vorgesetzten sprechen. Sagt sie, ja, nein, das kann ich nicht. Ich weiß nicht, warum die das nicht kann. Ist die an den Stuhl gefesselt? Wird die erschossen, wenn sie widerrechtlich das Büro ihres Vorgesetzten betrifft? Ja, Sie können ja gegen 17, 18 Uhr nochmal anrufen. Ich sage, ja genau, das ist mein größtes Hobby, bei Ihnen dauernd anzurufen, um dann das Gleiche zu erfahren, was ich jetzt von Ihnen höre. Das ist unglaublich. Das ist mir in meinem ganzen Leben. Und ich habe mit Zustellern, mit der DHL eigentlich immer gesagt, die ist eigentlich relativ zuverlässig. Bei Hermes und was haben wir noch? Der DPD ist der schlechteste, das muss ich sagen. Also da ist, das kommt nie an, ich weiß auch warum. Der Zusteller, der hier arbeitet, ich weiß, es gibt hier so einen Waschsalon. Der kommt immer schon am Mittag und bringt seine ganze Lieferung an Paketen da an und sagt, hat er alle nicht angetroffen. Ich habe mit der Frau in der Reinigung, die betreibt, schon öfter gesprochen, sagt, er arbeitet nur einen halben Tag, sagt dann, den Rest gibt er hier immer ab. So, das ist DPD. Hermes ist so, kann man Glück haben, kann man Pech haben. Dann gibt es noch einen anderen. GLS, German Logistics Service, ist auch scheiße. Die habe ich aber nur ganz selten gehabt. Aber DHL war eigentlich immer zuverlässig. Ich weiß auch nicht, warum es hier in der Gegend gibt es fußläufig 3 von diesen Kästen. Ihr kennt die, wo man sowas reinstecken kann und dann hat man so eine... Man hält dann vor so ein Lesegerät diese Striche hin, dann öffnet sich ein Fach und man holt das raus. Es ist eine Zahncreme. So. Also ich glaube, die ist sehr schmal. Die hätte auch vermutlich in den Briefschlitz, aber ich weiß nicht, wie dick verpackt die das haben. Das weiß ich natürlich nicht. Wozu bauen die hier überall, wie gesagt, 3 fußläufig, allein hier, diese DHL-Paketpackstationen ein, aber es ist nicht da drin. Ich weiß nicht, vielleicht wird so viel mittlerweile bestellt, dass die alle voll sind dauernd. Und du sitzt als kleiner Waldschrat da und bist ohnmächtig und kannst nichts machen, weil du genau weißt, es wird in diesem Kackladen überhaupt nichts ändern. Und es tut mir leid, auf die Gefahren rassistisch zu klingen, aber ich bin es echt bis zur Unterkante Oberlippe leid, zu 50 oder sagen wir mal mittlerweile 60-70% Leute zu haben, wo eine Art radebrechendes Deutsch sprechen, wo ich leider auch dann beim jedem zweiten Satz fragen muss, entschuldigen Sie, ich habe Sie einfach nicht verstanden. Das ist nicht böse gemeint, aber ich weiß nicht, wenn man Leute in einem Telefonservice anstellt, möchte ich eigentlich jemanden, der verständlich spricht. Ist das zu viel verlangt? So, ich habe jetzt die Versandapotheke angerufen und Amazon. Die sagen, wir werden die Beschwerden weiterhalten. Ich weiß, das wird nicht viel bringen, aber steht da, Tropfen hüllt den Stein. So. Jetzt kann ich doch wieder mit Maske in diese Kackapotheke laufen, vorbestellen und dann wahrscheinlich morgen oder wer weiß wann abholen und wieder mit Maske rein. Was ich eigentlich nicht mehr wollte. Ich wollte eigentlich Läden mit Maske boykottieren. So. Jetzt bin ich losgeworden. Ne? Also das ist, und das habe ich echt in meinem Leben noch nie erlebt. Wie kann eine Postfiliale, was macht eine Postfiliale eine Woche lang betriebsbedingt geschlossen? Vielleicht gibt es hier unter euch einen Postangestellten, der mir mal sagt, was die eine Woche lang machen. Besaufen die sich, machen die da eine Drogenparty? Ich weiß es nicht. Sind die alle... den Satz sage ich jetzt nicht, um Gottes Willen. Man muss ja vorsichtig sein, was man sagt. So, ich weiß, es interessiert euch nicht, es geht euch nichts an. Es ist nicht, warum ihr auf diesem Kanal seid, aber ich habe auch mal ein Recht, mich aufzuregen und loszuwerden, was mich interessiert. Das war's. Danke fürs Zuhören.